abgehalten werden. Ja, aber das Licht ist erloschen, soll ich dir sagen. Hat jemand ausgemacht. Einfach ausgeknipst. Was ist das? GZ, wer auch immer das war. Hier, der da war es. 104. Way, ist episch. Episch leg ich an. Sofort. Ohne Umschweife. Ihr habt nicht um diese Bürde gebeten, aber das Schicksal hat es so gewollt. Turalions düstere letzte Worte klingen mir immer noch in den Ohren. Ich fürchte um die Drinai und um meinen Freund Velen. Aber wir müssen stark bleiben, Ashkaron. Für den Moment verbleibt das Herz des Lichts unter euren wachsamen Augen. Es gibt einen Ort auf Azeroth, dem ich die Sicherheit dieses Objekts anvertrauen würde. Eure Ordenshalle. Bringt es dorthin, Ashkaron. Ich bleibe in Dalaran und suche weiter nach Antworten. Es muss einen anderen Weg geben. Platziert das Herz des Lichts in eurer Ohrensache. Ohne euch wird Azeroth fallen. Kriegen wir ein Portal? Nein? Okay. Er hat noch eine Quest, aber die ist jetzt noch nicht für jetzt. Die ist wahrscheinlich für 103 oder so. Ja, da haben wir einfach mal das Herz erloschen. Und jetzt sichern wir es in unsere Ohrensache, wo ich jetzt nicht gerade denke, dass es dort sicher ist, weil die fehlenden Inseln, da steht der große Portal, weißt du, einfach mal so alle Dämonen hierher kommen lässt. Naja. Gut, gut, gut. Dann halt nicht. Seid gegrüßt. Dann auf zur Ortshalle, wollte ich gerade sagen. Und dann, naja. Auf zur Volltrefferhütte. Mit einem wunderschönen pandarischen. Das haben sie, glaube ich, geändert. Die nehmen jetzt, glaube ich, die Mounts, die du hast, wa? Der ist so ein schöner Draht. Den habe ich auch. Aber ich finde zu fliegen, scheiße. Weil immer dieses Geschenke, das geht mir voll auf die Nüsse. Aber so zuzugucken, finde ich eigentlich ganz schön. Einfach schön. Also ich will mir mal eben was zu trinken. Pass mal auf, warte. So. Schnell was zu trinken. Gemobst aus der Vorratskammer. Gott sei Dank bei mir im Arbeitszimmer steht. Das heißt, ich bin schnell am Essen trinken dran. Ich bin jetzt gerade ein bisschen duscht. Und um diesen zu stimmen. Und ein wenig die Stimme zu ölen. Also das, was wir gestern gut vorgelegt haben, sind wir heute definitiv im Rückstand. Aber 103 packen wir doch hoffentlich noch. Ich freue mich auch jeden Tag wie Bolle, nach der Arbeit endlich streamen zu können. Beziehungsweise endlich mal ein Liga zu spielen. Ob der Stream ist in dem Fall eigentlich eine Nebensache. Ich will eher das als erkunden. So. Darum freue ich mich wie Bolle. So, wir kommen jetzt langsam an unsere Ohren. Hochberg ist auch wohl wunderschön. Aber wir sehen nur alles hier abends. Das ist so traurig. Ich würde gerne einen Tag haben. Aber am Samstag. Ja, wobei nicht. Wir haben die letzte Zeit nur jetzt immer gequestet. Habe ich das aufgefallen? Ja, ne, WoW jetzt. Oder abends halt. Ja, aber wird nicht aus, wenn man 20 Minuten Stream erscheint. Dumm von mir. Egal. Ab zur Ordnungshalle. Oh, da ist der legendäre Quest. Aber erst bringen wir. Und wir die Rekruten ab. Ich bin ganz Ohr.
Viel Glück. Können eine weitere Routen hier. Was war das? Und dann geben wir erstmal die Ticket ab. Herzlichst verwarten, bitte. Total geil. Total geil, weißt du, wenn jetzt hier tatsächlich die Legion uns befallen würde. So wunderschön, ne? Wenn jetzt tatsächlich die Legion uns hier befallen würde oder invasieren würde, eine Invasion starten würde bei uns, dann wären sie hier. Ach ja, guck mal, da liegt es ja. Tschüss, wir sehen wieder, weißt du? Voll blöd platziert eigentlich. Also taktisch unklug, sagen wir es mal so. So, dann gucken wir mal die Mission hier. Der ist Stufe 101 geworden, sehr gut. Überlebenskünstler Bahn. Quest abgeben. Was ist euer Begehr? Sprech mit Überlebenskünstler Bahn in der Volltrefferhütte. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Kann ich hier wieder einen? Nein, ich kann noch keinen auf Mission schicken. Und jetzt müssen wir die ansprechen in der Volltrefferhütte. Da gucken wir mal, was mit der legendären Quest es auf sich hat. Wie kann ich euch helfen? Jetzt habe ich fast was Falsches verkauft. Für die Horde. Sprecht. Und jetzt? Was ist das? Genug davon. Ach, Ordensaufstieg. Okay, erhöht die Chance nicht wiederholbaren Quests, eine seltene oder epische Bonusaufwertung als Questbelohnung zu erhalten. Ermöglicht die Fähigkeit hohe Reichweite, welche die Erfolgschance in der ersten entstandenen Mission des jeden Teils 20% erhöht. Nee, das nehmen wir. Ah, du musst alles... Ah, okay, alles klar. Der erforscht das jetzt erst, oder was? Ah, okay. Auf Wiedersehen. Der erforscht jetzt das Talent. Das dauert jetzt eine Stunde, bevor wir das Talent einsetzen können. Irgendwie doof. Ich verstehe es noch nicht so ganz, aber hey, das wird sich wahrscheinlich früher oder später geben. Ansonsten mache ich mal Lucky Lucky in irgendeinem Guide. Ach, der Mammut ist online. Der gute Mammut ist online. Mit seinem... Mit keinem. Anubelore Delana. Ruhm des Ordens. Artefaktmacht. Episch. Und Garnisonsressourcen. Kriegen wir beides. Dann, interagiert mit der Speerkarte und schließt die Mission Speerberichte ab. Tod allen Widersachern. Jo. Speerberichte. Was kriegen wir denn da? Dämmerpelz verleiht dem Charakter eine große Menge an Erfahrung. Gewährt euren derzeitigen Artefakt 165 Artefaktmacht. Bald beginnt der Kampf. Ja, bald beginnt der Kampf. 101. Was? Was? 101 Erfolgschance? Na gut. Wie lange geht die Mission? 59 Minuten. Ja, das könnten wir heute auf jeden Fall noch schaffen. Und das können wir nicht schaffen, weil da müssen wir erstmal für... Achso, da muss ich jetzt erstmal warten wieder, ne? Bis die Mission fertig ist. Ja, alles klar. So, dann holen wir uns mal hier den Ruhm des Ordens.
300 Artefaktmacht für Tastora. Sehr gut. Dann gehen wir mal hier und verbessern unseren Tastora. Der Windstoß, den haben wir ja schon. Die Windpfeile haben wir auch schon. Passiv. Eins. Wie viel Artefakt? 325. Zwei. Drei. Bam. Kritischer Fokus. Kritischer Fokus klingt am besten. Mal Wendler Windstoß. Legt das Ziel zusätzlich Verwundbarkeit. Ich glaube, als nächstes gehe ich dann hier rüber. 375, aber wir haben jetzt nur noch 35 Artefaktmacht, von daher. Für was ist das jetzt? Für welches Talent? Noch für gar keins, wa? Das ist dafür, das ist für das Talent. Was könnte Artefakt betreiben? Ja, tödliche Zielgenauigkeit habe ich noch nicht, aber ich habe die Volltreffer hier. Hauen wir das mal rein. Haben wir schon mal 4 Ränge davon. 40%, um 40 Sekunden. Verringert die Abklingzeit um 40 Sekunden. Boah, das ist schon viel. Ja, ich werde das jetzt nicht regelmäßig machen. Ich muss mich da noch ein bisschen genauer einfuchsen, denke ich. Bevor ich das regelmäßig machen kann. So, gucken wir mal, ob wir da was rekrutieren können. Was führt euch hierher? Rekrutieren. So, keine Rekruten verfügbar. Ewart für die Schmauchspuren. Spurensuchegerät verantwortlich. Nun, es war eure Idee, ihn den freien Willen zu lassen. Wenn der Blitz den Reißwolf zurück haben wollen werden, was? Ach, egal. Ich lasse es einfach. Ich kann sowas nicht. Schön. So. Die Legende geht weiter. Wählt ein zweites Artefakt, das ihr suchen wollt. Danke für euren Einsatz. Ja, aber nicht jetzt. Tierherrschaft. Nein. Jetzt nicht. Ich will jetzt nicht Tierherrschaft. Ich will weiter leveln. Mann, ich will jetzt noch kein Artefakt. Kein neues. Ich bin natürlich interessiert daran, aber ums Becken mich wieder. Ach, komm, ja, okay. Wir machen die Artefakt-Quest-Reihe, weil ich einfach nur wissen will, wie die Geschichte losgeht. Die Geschichten sind einfach toll, die hier erzählt werden. Aber kriegen wir dann gut EP? So, ihr entscheidet. Ja, ihr entscheidet jetzt. Sollen wir die Artefakt-Quest-Reihe machen und eventuell ein EP, ein Buße erleben, sozusagen, und dafür aber total gut, total gute Story erleben, oder sollen wir keine Artefakt-Quest-Reihe machen, auf Treffsicherheit bleiben und quasi weiter questen, sodass wir jetzt Level 103 noch heute werden, oder nicht? Das habt ihr jetzt in der Hand und ich mache jetzt hier an dieser Stelle kurz Pause. Wir sehen uns dann gleich wieder.
So, meine Lieben, es geht weiter. Ich habe mich entschieden. Und zwar habe ich mich dafür entschieden, die Legende geht weiter nicht zu machen, sondern ich werde mich jetzt aufs Questen erstmal begeben. Und zwar aus dem folgenden Grund. Moment, so. Aus dem folgenden Grund. Ich würde jetzt erstmal gerne Level 103 schaffen. Ich glaube, wo waren wir denn stehen geblieben dort? In Sturmheim. Achso, nee, warte mal, wir können doch schneller reisen. Nein, mein Gott, ich bin doch so blöd. Wir können doch unseren Ruhestein benutzen. Bitte kack nicht ab, bitte kack nicht ab, bitte kack nicht ab. Kann ich das hier auch wieder wegmachen, das Ticket? Ich habe keine Ahnung. Charakter steckt ja nicht mehr fest. So, wir machen die Story weiter. Aha, Jäger, dieser Bogen, das ist die Waffe eines Champions. Ich spüre, dass seine Reise ihn bereits über die Grenzen dieser Welt geführt hat. Richtig? Ja, ist richtig. Wir reisen aber erstmal. Die verbündeten Knochensprecher müssen wir noch töten. Da reisen wir jetzt als erstes mal hin. Oh, Leerz! Fängt wieder so gut an wie gestern. So, dann gehen wir die Verbündeten mal, Knochensprecher mal töten. Hier ist noch eine Quest. Wieso habe ich die gestern übersehen? Was liegt denn da? Relikte der Vergangenheit. Entschuldigung. Hier ist so warm drin. Ihr glaubt's nicht. Der Tagebucheintrag scheint in Eile geschrieben worden zu sein. Ich weiß nicht, was aus meinem Dorf geworden ist, seit sich die Nebel über den Hafen gelegt haben. Sind die Bewohner ganz anders. Einige sind aggressiv und gewalttätig, andere schlicht verrückt geworden zu sein. Viele sind raus in den Nebel gelaufen und nicht wieder zurückgekehrt. Normalerweise können wir uns in solchen Zeiten auf unseren Anführer, den Jarl Tarben, verlassen. Aber leider ist er wohl auch vom Nebel verschluckt worden. Ich weiß nicht, was jetzt aus mir wird. Vorerst kann ich nur auf meinem Posten bleiben und auf der Hut sein. Sucht nach Hinweisen, die Auskunft über das Schicksal des Wellenkornhafens geben. Okay. Der Wellenkornhafen. Nee, den machen wir jetzt nicht. Ich will jetzt erstmal da hinten die 15 Knochensprecher töten. Das geht ja ein bisschen schneller jetzt, als dass wir uns jetzt da unten weiter begeben. Lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Lass mich in Ruhe, Vorfahr. Wir haben ganz schön viele gepult, ne? Ich hacke eure Knochen in Stücke. So. Dann töten wir die mal. Fett aufstehen. Es gibt zu tun. Ich habe kein Ziel. 1100 EP. Dieses hat jetzt ein bisschen mehr gebracht als die anderen Quests gerade. Aber die anderen Quests werden wir auch noch machen. Nur nicht jetzt. Ich will jetzt erstmal Stufe 103 erreichen. Vielleicht machen wir die danach. Entschuldigung. Ich habe ganz. Ich brauche ein Ziel. Ah, aufstoßen gehabt. Vom Trinken jetzt. Ich habe ein bisschen zu hastig getrunken, wohl. So, schon mal 9. 9 erledigt, bleiben nur noch ein paar. Ach, siehst du, das ist ja. Siehst du, die Quest ist ja hier direkt.
Warum sollte man sich hier hochhangeln wollen? Ich verstehe es nicht. Ist da vielleicht oben irgendwie was Spezielles? Nö. Und ich sehe jetzt hier auch keine Knochenviecher mehr. Aber der Haken, der ist schon cool, muss ich mal so sagen. Euer Blut wird meine Kriegsbemalung. Aha. Dann wird dein weißer Flickenteppich da auch mal wenigstens farbig. Ist doch schon mal schön. Oh oh. Das waren mal wieder ein paar viele, die ich gepult habe. Und das aus Versehen und dann auch noch mit Latenzproblemen. Wir haben mit Latenzproblemen jetzt zu kämpfen. Hm, merkt man aber sehr stark. Gut, ich hoffe, das tingelt sich jetzt hier die nächsten Tage ein. Dass wir so krasse Probleme wie heute nicht mehr morgen haben. Oder übermorgen. Wochenende wird sicherlich nochmal richtig krass. Könnte ich mir vorstellen, weil dann viele frei haben und so. Ups, die wollte ich eigentlich.